Wir sind am Stand von Norderstedt Marketing und bei mir ist Marie-Kathrin Weidner. Sie sind Leiterin der Geschäftsstelle. Frau Weidner, was präsentiert Norderstedt Marketing hier heute auf der B2B Nord? Wir sind heute hier im Rahmen der städtischen Kooperation Ideenreich Norderstedt, stehen hier mit unseren städtischen Partnern und eben auch als Stadtmarketingverein, ja, um die Entwicklung der Stadt voranzutreiben. Was macht Norderstedt Marketing denn? Norderstedt Marketing ist eine Public-Private Partnership, also wir bringen Wirtschaft, Bürger und all das, was steht, also was die städtische Entwicklung betrifft, zusammen, fördern das und sind ein ehrenamtlicher Verein, also ehrenamtlich tätig und ja, versuchen Projekte mit und für die Stadt voranzubringen. Unter anderem ja auch diese Merchandising-Artikel, die wir hier sehen. An wen vertreiben Sie die? Wer sind die Kunden der Artikel? Die Kunden der Artikel sind in erster Linie Unternehmen, die mal ein passendes Geschenk suchen, wenn sie auf eine Firmeneinweihung eingeladen sind oder wenn sie einem Geschäftspartner etwas Gutes tun möchten. Dann hoffen wir, dass die in Norderstedt ansässigen Firmen diese Produkte mitnehmen und sagen, ich komme aus Norderstedt, die sind kreativ, sind nett und man kann eben zeigen, wo man herkommt. Und Sie wechseln ja auch regelmäßig. Immer mal was anderes haben Sie im Angebot. Genau, also wir haben eine Kollektion, mit der wir gestartet sind. Und jetzt gucken wir mal, dass wir da auch immer mal Produkte austauschen. Wenn das Feedback an uns herangetragen wird, mach doch mal das. Dann sind wir da durchaus positiv eingestellt. Alles klar, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.